Einen wunderschönen guten Morgen. Ich bin Max. Und ich bin Niki. Und wir haben für euch hier in Amsterdam die wichtigsten, unwichtigen Dinge gefunden, die diese Stadt zu einem ganz besonderen Erlebnis machen. Mülltonnen mit Noppen. Der Hype für die Shoppingstraßen in Amsterdam geht weit über das Menschliche hinaus. Sogar Katzen kaufen hier an. Wie gefällt Ihnen das Einkaufen in Amsterdam? Finden Sie sich lustig? Seid euch nicht sicher, ob ihr breit genug für einen Partner seid? Dann einfach eine der zahlreichen Seitengassen in Amsterdam aufsuchen und eure Schulterbreite testen. Ja! Ein weiterer Höhepunkt der Sehenswürdigkeiten in Amsterdam ist das Rotlichtviertel. Hier haben wir eine der berühmten Sexarbeiterinnen von Amsterdam. Was sagen Sie dazu? Und auf zum nächsten Freier. Falls ihr entscheidet, nach Amsterdam zu kommen, bitte unbedingt aufpassen. Gefährliche Omas überall. Vergesst Bars, vergesst Konzerte. In Amsterdam habt ihr Musik außerhalb von Geschäften. Pull yourself, hopped up. Real good. Du musst Deutsch reden. Hab ich eh? Das heißt, sehr auf Deutsch. Okay. Gerade in der Stadt angekommen und noch keinerlei Sprachkenntnisse. Der Boden der Stadt hilft aus. Eine Übersetzung von einer Sprache in die andere? Ein Verteiling von dem Tal näher der andere. Haben Sie schon mal einen... Schon mal einen bemalten Stein gesehen. Hä? Schon mal, ohne haben Sie. Schon mal einen bemalten Stein gesehen? Ja. Ja, dann ist hier noch einer. In Amsterdam benennen sie einfach alle Dinge nach uns beiden. Geht es hier nicht auch mit meinem Freund Max und regulär groß und leicht zugängliche Türen sind ein No-Go, dann kommen Sie nach Amsterdam. Hier gibt es schwer verbaute und winzige Türen, die zusätzlich auch noch gesloten sind. Wollen wir es gar nicht ein bisschen woanders hinstellen, damit es einfach nicht so ausschaut, als hätten wir das genau gleichzeitig gedreht. Nein. Okay. Und das war's auch schon wieder. Ich hoffe, ihr habt wieder nichts mitgenommen und nichts gelernt und Zeit auf YouTube verschwendet. Und wünsche euch noch einen schönen Tag.